Hallo, liebe Filmfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und ja, auch ein etwas trauriges Video, sage ich mal. Anfang der Woche, ja, ist der großartige Schauspieler Charles Weather im Alter von 76 Jahren verstorben. Und ja, als ich die Nachricht gehört habe, war ich schon etwas schockiert, sage ich mal, weil ich mit diesem Schauspieler quasi groß geworden bin und der hat wirklich tolle, tolle Filme gemacht. Ne? Wir alle kennen Rocky, Apollo Creed, einer seiner legendärsten Rollen, unser Predator, sage ich mal, mit Arnold Schwarzenegger. Auch ein absolut legendärer Film und ja, hat mich dann etwas schockiert. Ne? Zumal Charles Weather auch bis letztes Jahr noch in der Filmserie The Mandalorian zu sehen war, die ja von 2019 bis 2023, ich glaube in 10 Folgen hat er da mitgespielt und ja, urplötzlich kriegt man die Nachricht, dass ein großer Schauspieler quasi ja, von uns gegangen ist und ja, hat mich auf jeden Fall ein bisschen getroffen und ja, in diesem Sinne, bevor wir das eigentliche Video starten, würde ich sagen, starten wir mit einer Gedenkminute an Charles Weather. Ruhe in Frieden, mein Bester. Und ja. Ja, erschreckend, Leute. Ne? Man merkt, man wird selber älter und ja, so die Leute ne, um einen herum sterben dann alle urplötzlich. Ne? Oder auch große Schauspieler, die man als Jugendlicher ne, immer sehr, sehr gerne geguckt hat. Wirklich eine tragische Geschichte, sage ich mal. Und ja, jetzt kommen wir aber zu erfreulichen Dingen. Hoffe ich mal. Und zwar habe ich noch ein Geburtstagsgeschenk nachträglich bekommen vom, ja, wie soll es anders sein, vom lieben Joshua. Ne? Joshua, du bist einfach bescheuert. Ne? Das weißt du hoffentlich selber, dass du bescheuert bist. Aber gut, ich habe von ihm zum Geburtstag nachträglich noch dieses coole Buch bekommen. Ja? Hollywood 75 Rezepte für Filmfans, Serienjunkies, Gregs und Nerds. Ja. Absolut geiles Kochbuch. Ja, ich habe auch schon drin rumgestöbert und ja, alleine schon der Einband. Ne, ich halte mal rein. Also das sind quasi alles Gerichte, die halt zu den passenden Filmen kreiert worden sind. Und ja, ein ganz legendäres Rezept möchte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und zwar wäre das der Big Kahuna Burger. Ja, Pulp Fiction lässt grüßen. Ich liebe Pulp Fiction. Ich bin absolut riesengroßer Quentin Tarantino-Fan. Und ja, jetzt habe ich auch das Rezept von Big Kahuna Burger. Ne? Also absolut legendäre Szene, wie Samuel L. Jackson und John Travolta im Auto sitzen und ja, über das metrische System philosophieren und über ja, die Viertelfünder. Ja, und ja, wenn sie dann bei den drei armen Schweine in der Bude auf einmal landen und der eine da so ein Big Kahuna Burger isst und der sagt, ob er da mal probieren darf, ne? Und dann anschließend noch mit seinem Getränk noch nachspült. Einfach legendär die Szene und ja, ich schalte euch erstmal in die Kamera. So, jetzt könnt ihr mal auf Pause drücken. Dann habt ihr auch das Rezept ne, vom Big Kahuna Burger. Ja, und dann würde ich sagen, ja, ab in die Küche, Burger machen, Pulp Fiction anmachen. Ja, großartiger Film. Und ja, den werde ich auf jeden Fall
probieren. Und was ich auch noch gesehen habe, total cool, ne? Fried Chicken, Los Pollos Hermanos, ja, auch legendär von Breaking Bad. Ja, halte ich euch auch mal rein. Ihr solltet auch was von meinem schönen Kochbuch haben. Ja, absolut genial, sage ich mal. Dann gibt es auch hier ein Frühstück für Serienmörder. Einfach nur geil. Ja, also da habe ich mich auf jeden Fall extrem drüber gefreut. Ja, dann gibt es noch den Krabbenburger von SpongeBob. Ja, und ich glaube, ich habe... Ja. Ricks Gurkensalat, ne? Ja, im Plattdeutsch, ne? Jurkenschlott, ne? Kennt jeder. Ja. Werde ich auf jeden Fall mal einige Dinge von nachkochen. Und ja, habe mich auf jeden Fall mega über dieses schöne Kochbuch gefreut. Hier, den King Kong Burger. Ja, für alle, die viel Hunger haben. Absolut genial. Ja, danke dir, lieber Joshua. Ja. Da habe ich mich auf jeden Fall mega drüber gefreut und ja, das zieht natürlich auch in meine Filmsammlung ein. Da kann man auch mal leckere Gerichte zu Filmen kochen. Ich koche seit meinem 7. Lebensjahr, ist also ein großes Hobby von mir und ja, wollte eigentlich immer Koch werden. Ja, das Leben hat es aber anders vorgesehen, also bin ich Bergmann geworden und kein Koch. Aber ich koche trotzdem leidenschaftlich gerne. Ja, mal einen Schluck trinken. Bierchen gibt es keins, denn der liebe Tom hat leider kein Wochenende. Der liebe Tom ist schon seit 2 Wochen am Durcharbeiten wieder und ja, ich gehe jetzt gleich in die Nachtschicht. Bin auch noch ein bisschen ja, angeschlagen, sage ich mal, ein bisschen müde. Also wenn ich wieder irgendwelche Wortfindungsstörungen heute habe, ne, seht mir das nach. Und ja, kommen wir zum Rest-Update. Viel ist es nicht mehr, weil die letzten Videos, ihr habt ja gesehen, weil ich mir da alles gekauft und gegönnt habe und ist auf jeden Fall einiges und ja, ich muss da doch erstmal alles gucken. Ne? Und ja, 2 Sachen sind es noch geworden und zwar einmal hier die 4K von Bram Stoker's Dracula. Ja, spiegelt so ein bisschen in der Hülle. Auch für mich ein absolut großartiger Film. Ja, Keanu Reeves, Winona Ryder und Gary Oldman. Ja, absolut ein Klassiker. Auch weil der Film so absolut skurril gedreht worden ist. Ne? Also ist, glaube ich, der skurrilste Dracula-Film, den ich wirklich kenne. Und ja, einfach ein großartiger Film, den ich mir so in der 4K mal bestellt habe. Leider auch ohne Wendecover, ja, also es fängt auch schon bei den 4K-Filmen an, also eine absolute Dreckigkeit, sage ich mal. Die Filme sind eh schon teuer und selbst da spart man sich mittlerweile das Wendecover. Ja, das ist eine Sache, die dem lieben Tom echt gegen den Strich geht und ja, kotzt mich wirklich richtig an. Also, ja, man kennt sowas eigentlich nur von Warner, ja, Sony zieht jetzt da scheinbar auch nach und ja, einfach zum Kotzen. Ja, Dracula, Bram Stoker. Ein Klassiker, den eigentlich jeder kennt und ja, hier kommt auch die Demeter drin vor. Ne, ist ja jetzt auch neu rausgekommen, die letzte Fahrt der Demeter und ja, den Film traue ich mich irgendwie noch nicht zu bestellen, weil die einen sagen, absoluter Mist der Film, die anderen sagen, großartiger Film und ja, der Film soll auch wirklich oder besteht fast komplett nur aus CGI-Effekten, da bin ich auch nicht so der größte Fan von und ja, bin ich noch mit mir am Hadern, ob ich mir den Film kaufe und auch in die Sammlung hole. Da müssen wir uns mal überraschen lassen. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber Dracula, Bram Stoker, wie gesagt, ein absoluter Klassiker. Ja, dann ein Film, der mich auch wirklich extrem überrascht hat. Weil, ja, so der letzte Teil, da hat man schon gemerkt, dass da schon absolut die Luft raus ist. Ne? Und zwar reden wir hier von... der Predator-Reihe, sage ich mal. Ja, Predator 1, auch mit unserem Charles Weather. Absolut großartiger Film. Und ja, jetzt ist was Neues rausgekommen. Und zwar der Film Prey. Ja, ja, in vielen Videos von irgendwelchen YouTubern schon zu sehen. Ich glaube, da gibt es auch schon Reviews zu. Brauche ich gar nicht mehr ganz so viel drüber zu erzählen. Außer meine persönliche Meinung. Ne? Und wie gesagt, der Film, der hat mich absolut positiv überrascht. Ja, also Predator Upgrade, da habe ich mir schon gedacht, so, oh, ja, na gut, ne, Film ist jetzt nicht schlecht, aber ja, die Luft ist einfach raus. Ne? Also da wird einfach mit Franchise noch weiter Geld verdient und ja, anders bei dem hier,
Ja, der mich wirklich komplett überrascht hat, weil man auch einfach von der Zeit mal komplett zurückgegangen ist. Also man macht den Predator quasi nicht immer moderner und immer stärker, sondern genau im Gegenteil, sondern der Film, der spielt im 17. Jahrhundert. Und ja, der Predator geht auf die Jagd ja, nach Indianern. Ja, und der Predator ist da auch natürlich, logischerweise, ja, noch nicht upgrade, ja, sondern seine Ausrüstung, ja, ist auch, sage ich mal, für die Zeit, ne, etwas schwächer. Ja, und ja, trotzdem noch sehr krass, sage ich mal, was der Predator da an Sachen auffährt. Und ja, aber auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, der Film, ne? Also auch hier die Indianer, die schauspielerische Leistung, die Atmosphäre, also der Film, ich fand den einfach genial. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, super Film, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der den Film noch nicht hat. Ja, holt euch den in eure Predator-Sammlung. So, ich muss das so ein bisschen halten, sonst spiegelt das. Das ist schon in der Schutzfolie drinnen. Wollte ich jetzt auch nicht extra wieder dafür rausholen. Und ja, wie gesagt, hat mich mega überrascht, der Film. Super, super gut. Ja, ein Film, der mich auch wirklich absolut überrascht hat, ist der Film The Nightingale. Ja, der Film, absolute Granate. Ja. The Nightingale ist ein Film von Jennifer Kent, ne, ist die Regisseurin von The Babadook und ist aus dem Jahr 2018. Ja, also ja, schon ein paar Jährchen her, der Film. Dass er rausgekommen ist, aber wie gesagt, an mir ist er halt komplett vorbeigegangen. Und ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen wollte, und zwar ist das die Laufzeit, ne? Als ich den Film, ich glaube, im letzten oder vorletzten Video quasi vorgestellt habe, hatte ich gesagt, der Film dauert 92 Minuten. Das stimmt nicht. Der Film, der dauert 136 Minuten. Das ist auch quasi die Uncut-Fassung. Und ja, auf der Hülle hier steht 92 Minuten drauf. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Ja, und ja, im ersten Moment habe ich dann nur gedacht, ja, scheiße, Tom, hast du wieder Müll bestellt, hast du wieder eine geschnittene Fassung bestellt, weil ich das leider erst im Nachhinein gelesen habe, dass der Film eigentlich 136 Minuten geht. Ja, ne, habe dann nochmal geguckt, ich hatte den Film bei Amazon bestellt und ja, Amazon hatte dann auch mit 2 Stunden und 16 Minuten, ja, ausgeschildert und ja, da war ich schon ein bisschen sauer, abgesagt, so, weißt du was, den Scheiß schicke ich Amazon einfach wieder zurück. Ne? Hatte den Film aber schon im Video ausgepackt, habe ich mir gedacht, der ist auch wieder Mist, ne? Keine Folie mehr da drum, ist die Frage, ob Amazon das überhaupt dann so zurücknimmt. Habe den Film einfach mal in den Player geschoben und ja, siehe da, ne? 2 Stunden und 16 Minuten, also quasi die ungeschnittene Fassung. Ja, dann habe ich ein bisschen nachrecherchiert und warum das quasi jetzt falsch hier drauf stand, ja, ich vermute, ist das nur eine Vermutung, ja, nagelt mich da nicht fest. Man hatte befürchtet, dass der Film quasi nicht durch die FSK-Prüfung kommt. Ja, der Film ist auch wirklich sehr, sehr hart und hat auch wirklich manche Stellen und Szenen da drinnen, wo ich mir sage, hätte ich auch gut verstehen können, wenn die FSK da gesagt hätte, so, nö. Also in der Form bringen wir den nicht in Deutschland raus und ja, ich denke mal, man hatte schon eine geschnittene Fassung parat, im Falle wenn. Und man hatte auch, denke ich mal, schon einige von diesen Hüllen hier produziert. Und ja, überraschenderweise ist der Film trotzdem durch die FSK-Prüfung gegangen. Also der Film ist ganz normal FSK 18, sage ich mal. Und ja, ist auf jeden Fall komplett ungeschnitten. Also wenn ihr euch den Film bestellt, ne, lasst euch nicht täuschen, dass da nur 92 Minuten auf der Hülle draufsteht, ja, es ist trotzdem die ungeschnittene Fassung drinnen. Also die geschnittene Fassung ist nie in Deutschland erschienen und ja, ich denke, man hat man dann auch eingestampft. Aber man hat, denke ich mal, die alten Hüllen wohl noch benutzt. Und ja, wie gesagt, der Film hat mich wirklich absolut überrascht. Also einer der besten Rape and Revenge-Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe, fand ich sogar noch besser wie I Spit on Your Grave. Weil der Film einfach wesentlich atmosphärischer ist. So, die mich kennen, wissen, ich liebe Western. Das ist ein australischer Western, sage ich mal. Und ja, alleine deswegen fand ich den Film einfach nur schweinegeil. Wie gesagt, der Film ist definitiv nicht für jedermann. Ja, also wer, sage ich mal,
etwas zart beseitet ist, sollte sich den Film definitiv nicht angucken, weil selbst ich war ja, etwas sprachlos, sage ich mal, bei manchen Szenen. Und ja, der Film ist auf jeden Fall nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ja, so viel kann ich auf jeden Fall schon sagen. Der Film, der hat mich etwas schockiert, ja, ne, durch seine Härte. Der Film ist nicht sonderlich blutig, ja, also für alle, die jetzt mal denken, ja, da kommt jetzt da literweise das Blut drin vor. Nein, kann ich euch direkt sagen. Sehr blutig ist der Film nicht. Er hat ein paar Szenen, ja, aber ansonsten lebt der Film wirklich nur von seiner Atmosphäre, ja, und ja, von seiner düsteren Stimmung, sage ich mal. Und ja, was der armen Frau da alles angetan wird, das ist wirklich absolut unfassbar. Und ja, guckt euch ihn an, wenn ich ja euer Interesse geweckt habe. Ja, einige haben ja unter die Kommentare schon ein paar Sachen dazu geschrieben. Kann ich auch alles nur so wiedergeben. Der Film ist wirklich absolut großartig, ne? Und ja, damit sind wir eigentlich durch. Also das war so das letzte bisschen, was ich jetzt, sag ich mal, noch ja, für Januar bekommen habe. Ja, im Februar werden die Karten neu gemischt. Ich denke mal, da wird bestimmt wieder einiges kommen. Auch wenn es diesmal, denke ich mal, nicht ganz so viel wird, da ich im März zur Filmbörse wieder fahre, ne, und da wieder ordentlich zuschlagen werde, denke ich mal, wird der Februar ja eher lau ausfallen. Ein paar Sachen werden kommen, ein paar Sachen habe ich auch schon bestellt. Könnt ihr euch auch schon ja, darüber freuen, da werden ein paar großartige Sachen wieder dabei sein und auch ein paar sehr spezielle Sachen. Aber da kommen wir dann später zu. Und da wollte ich noch was sagen. Ja, genau. Ne, viele haben unter meine Kommentare geschrieben, dass sie mal gerne meine komplette Filmsammlung sehen möchten. Ja, und auch so ein kleines Vlog quasi ja, über meine Person. Ja, bin ja quasi hier in YouTube reingestolpert, sage ich mal. Hatte eigentlich nie in meinem Leben vor, YouTube-Videos zu machen. Das ist ja alles ein bisschen, ja, ein bisschen Zufall gewesen, sage ich mal. Und ja, da haben halt einige Leute quasi Interesse, mal zu erfahren, wie das eigentlich alles dazu gekommen ist und ja, wie mein Leben so ein bisschen aussieht und ja, wie viele Filme ich in meiner Sammlung. Ihr seht ja nur einen kleinen Teil, ne? Das ist ja eigentlich noch viel, viel größer. Ja, weil ich alles in meiner Sammlung quasi habe und ja, da könnt ihr euch drüber freuen. Es wird auf jeden Fall ein Vlog kommen. Ne? Für die Leute, die da keinen Bock drauf haben, braucht ihr ja gar nicht gucken, aber die Leute, die da Bock drauf haben, ne, die werden das auf jeden Fall bekommen. Ja, dann, wie gesagt, mach mal hier ja, so eine Watching-Tour durch meine Filmwand. Ja, das wird aber, denke ich mal, ja, Mehrteiler werden. Also das in einem Video zu verpacken, glaube ich, würde dann irgendwie 4 Stunden dauern und das tun wir definitiv nicht. Ne, das werden wir dann so in Teilen abarbeiten und wird aber, denke ich mal, erst so gegen Ostern kommen, ne, da ich momentan einfach extrem viel arbeite und einfach ja, keine Zeit dafür habe, weil die Videos sollen dann auch schon kurz hintereinander kommen, ne, und nicht irgendwie ja, ein Teil und irgendwie 4 Monate später dann Teil 2. Das finde ich ein bisschen blöde. Muss ein bisschen Zeit für haben, die Videos vorzubereiten. Aber dies wird definitiv kommen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch allen ein schönes Wochenende. Der liebe Tom geht jetzt in der Nachtschicht, hat leider kein Wochenende. mein Leben ist schon hart manchmal. Ja, ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Video. Ciao.